Hey Leute, willkommen zur Serie 3 von 5 des Rocket Finales 2018. Bevor ich da durchstarte, freue ich mich natürlich auch über eure zahlreichen Kommentare, aufmunternden Worte und möchte ihr das eine oder andere nochmal eben beantworten. Erste Frage, kannst du mal bitte eine Info geben, auf welchem Platz du nach den zwei doch recht guten Runden stehst? Nee, kann ich eben nicht. Alles war inkognito. Es wurden keine Ergebnislisten veröffentlicht. Also so ein bisschen im Blindflug. Aber ich weiß natürlich nach zwei guten Listen mit 1900 aus 224ern, dass ich an den ersten zwei, drei Tischen auf jeden Fall gesessen habe, war allerdings natürlich nach zwei von fünf Serien auch noch nicht so kriegsentscheidend. Dann haben wir hier die nächste Frage oder den nächsten Kommentar. Der Tod kommt immer, schreibt. Schönes Video, allerdings fürchte ich mich vor den Spielen, in denen die ganzen Punkte verloren gehen. Ja, Spoiler-Alarm hat hinten raus für mich nicht zum ganz großen Erfolg gereicht, aber lieber Tod. Bei deinem Nick solltest du doch wissen, dass Furcht nun wirklich kein guter Berater ist und dass wir beim Skat auch dann Spaß haben, wenn es mal nicht so rund läuft. So, dann haben wir hier noch einen dritten Kommentar. Herz, Bube zeigen. Ich glaube, das war in einem der ersten Spiele, wo ich das kritisiert habe. Der größte Quatsch auf Erden, aber so oft wird es falsch gemacht. Woher kommen die Leute zu dieser Annahme? Macht ja nur Sinn, wenn man noch ein Trumpf volles hat und der Partner im ersten nicht mit dem Kreuz Buben drauf ist. Naja, vielleicht habe ich das ja auch ein bisschen zu stark verurteilt. Es gibt nämlich noch eine weitere Konstellation. Du zeigst den Herzbuben, damit dein Partner nicht den Karobuben zeigt. Ja, wenn ich jetzt in Mittelhand nicht die vier Trümpfe gehabt hätte, sondern nur drei Trümpfe, Karobube, Trumpf 10 Lusche zum Beispiel, im ersten Feld Pikbube von mir, die Trumpflusche von ihm auch die Trumpflusche, dann bin ich im zweiten auf den Kreuzbuben sicher auch mal bereit, den Karobuben zu opfern, in der Hoffnung, dass mein Partner den Herzbuben noch macht, dann fällt hinten der Herzbube und mein Trumpfstich ist verloren, die Trumpf 10 geht dann auch noch zum Alleinspieler. Also, es ist nicht allzu oft richtig, aber auch dafür gibt es schon mal eine Begründung. In dem Fall sah das dann natürlich ein bisschen dusselig aus. Das haben so Spiele mit verdeckten Informationen, aber an sich, da sieht jeder manchmal ein bisschen dusselig aus. Und jetzt schauen wir mal in dieses Video und da mache ich mich dann auch an der einen oder anderen Stelle schon zum Trottel. Jetzt warten wir nicht länger, jetzt starten wir in diese dritte Liste und es war eine sehr interessante Liste, es waren sehr gute Spiele am Tisch und auch ganz spannende Partien dabei. Das geht hier gleich mit der ersten los. Ich habe ja wohl eine Pflichtreizung hier. 5 Trumpf Herz mit drei Seitenassen in Vorhand, auch noch unten Trumpf Vollen, bekomme aber die 24er Gegenreizung aus Mittelhand. Und da ist es dann gar nicht so überraschend, dass die Findung nicht vom allerbesten ist. Karo König Dame, gut, du kannst sagen, ein extra Stich in Karo sollte drin sein. Ja, vielleicht verlierst du aber auch das Bild, also gar nicht so einfach zu entscheiden. Du kannst sicher auch auf die Idee kommen, jetzt die Bilder wieder zu legen, aber dann hast du halt Baustellen in zwei Farben. So, also das Schöne an dieser Drückung ist, dass du eigentlich eine saubere Beikarte hast, bis auf diesen einen Karo-Stich. Ich denke also, dass es da wenig Alternativen gibt. So, erster Stich zeigt hier schon Gegenwind, wahrscheinlich 4 Trumpf. Mindestens 5 denke ich nicht, dann wäre eine höhere Reizung noch gekommen. Insofern 4 Trumpf wohl bei Spieler 3. Spieler 1 geht nicht rüber, dann hat er vielleicht einen dunklen Buben, Kreuzbuben mutmaße ich. Ja, das könnte also auf jeden Fall knifflig werden. Jetzt kommt auch noch Karo von hinten raus. Ja, der wird wohl auch nicht 2 zu 2 stehen, sondern zu dritt. Trotzdem wenig Alternativen, als hier zu schnippeln. Diese Chance muss ich schon ergreifen, gerade gegen die 4 Trumpf. Das Spiel ist aber brenzlig. 16 Augen jetzt bei den Gegnern. So, wenn er Karo 10 spielt, tut er mir natürlich einen Gefallen. Dann verliere ich zwar diesen 21er Stich mit Abstich, aber habe danach nur noch einen Trumpfstich abzugeben. Diesen Gefallen tut mir Spieler 1 aber nicht, dafür ist er auch zu clever. Der möchte wohl mit der bestellten Karo 10 noch seinen Stich machen. Hat auch gesehen, sein Partner, den darf er jetzt nicht in Trumpf kürzen. Also ein Schub ins Ass. Dann 14 Augen auf Trumpf, also Spieler 3 links hat noch den Karo Buben. Es liegen inzwischen 30 Augen. Das ist ein ganz heißes Eisen hier, denn klar, ich kann jetzt Karo Ass schon, denke ich, heimbekommen. Wenn ich jetzt Kreuz stechen müsste etwa, kann ich Trumpf wieder rausspielen.
Allerdings, und genauso kommt es, es wird die Kreuz 10 nicht angeboten. Ich bin hier aufgeflogen, die Jungs haben mein Blatt durchleuchtet. Wenn ich jetzt die Karo Dame abschmeiße auf 40, dann kommt natürlich Karo 10 Ass Abstich platt. Das ist also auf keinen Fall eine Option. Ich muss schon stechen, aber wie jetzt weiter? Wo ist die Kreuz 10? Ist eigentlich auch gar nicht so wichtig. Wenn ich Trumpf rausspiele, werde ich dann zwangsläufig ins Pik Ass eingespielt und muss danach noch Karo Dame mit Kreuz 10 und Karo 10 abgeben oder Pik 10. Es kann dann auch passieren, dass der Spieler einfach die Kreuz 10 selber noch vorzieht. Bei der 24er Reizung nicht unwahrscheinlich, dass Spieler 3 Kreuz 10 hat. Dann bin ich auch gelutscht. So, wenn ich direkt Karo Ass ziehe, dann kommt auch Abstich und Einschub ins Pik Ass. Dann muss ich mit Karo Dame noch antreten. Ich muss also jetzt, ja, ich denke, es gibt keine bessere Alternative. Ich muss das Pik Ass ziehen, um diesen Einschub erstmal rauszunehmen und danach das Karo Ass anbieten. Jetzt muss ich dann ein wenig Glück haben, und das sieht hier schon mal gut aus. Das Pik Dame kommt von Spieler 3, dann hat er hoffentlich jetzt neben der Kreuz 10 und dem letzten Trumpf auch noch entweder die Pik 10 oder den, ja, die Pik 10 ist ja schon raus, den Pik König, und das dürfte genau das entscheidende Bild sein, dass die letzte Pik Lusche, die entscheidende Pik Lusche bei Spieler 1 sitzt, nicht bei Spieler 3, dass er mir jetzt hier den König geben muss. Wenn er sticht, kriegen sie übrigens dann weniger, dann könnte ich die Karo Dame abschmeißen auf Kreuz 10 und eine Lusche oder auf Pik König und eine Lusche, also auf 13 Augen. Ja, da kommt der Pik König. Eieiei, Gott sei Dank, ich habe 61 Augen. Da ist diese Pik Lusche, die hätte andersrum sitzen können, dann wäre das Spiel hinüber gewesen. So konnten sie es nicht lösen. Ah, das war natürlich ein ganz heikler Auftakt wieder. Glücklich gewonnen, einmal durchpusten. Hui. So geht's beim Skat. Das macht den Reiz, das macht den Spaß auch aus. Glückliche Siege. Manchmal knappe Geschichten. Und dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Auf jeden Fall schon zu erkennen, an diesem einen Spiel zwei starke Spieler. Also Spieler 1 setzt nicht die Karo 10 direkt fort und Spieler 3 sticht nicht das Karo Ass. Beide spielen präzise. In dem Fall hat es mir einfach von der Verteilung für 61 gereicht. So, jetzt kommt ein Kreuz. Im zweiten macht mein Partner den Stich. Jetzt hier schon, wo nichts geklärt ist, was Volles zu laden, das kommt mir eher nicht in den Sinn. Da langt erstmal ein Bild. Das war jetzt dann natürlich nicht so glücklich, denn nach Karo hinterher kam der Alleinspieler mit Ass König in den Schnitt. Hat, ja, mutmaßlich wohl 7 Trümpfer, dann kriegen wir sowieso hier noch diesen einen Stich nur. Das bedeutet Schneider für uns. Trotzdem im zweiten Stich ungeklärt die Vollen rein zu pfeffern, das wäre aus meiner Sicht nicht gut. Wir spielen ja nicht schon im zweiten Stich nur auf Schneider frei, sondern noch auf Sieg. Soweit also alles in Ordnung. Ah, drittes Spiel. Das sieht doch sehr gut aus. Das ist ein sehr starkes Blatt. Ja, das Einzige, was mich da besorgen könnte, wäre, dass ich jetzt hier keine Hand spielen muss, weil einer nur eine Hand hat. Kommt aber nicht so weit. Ich komme für 18 ran und habe jetzt natürlich einen Gang mit einer riesen Schneiderchance. Einmal stechen und jetzt ziehe ich in dem Fall gar nicht den Buben, denn es schneiderfrei ist meines Erachtens nur möglich, wenn hier Karo zu viert steht, dass natürlich auch nochmal übergestochen werden kann, Herz 10 oder so danach. Theoretisch ja, aber wo keine Reizung ist, unwahrscheinlich. Also die größte Gefahr geht davon aus, um einen Schneider zu verlieren, dass auf den Kreuzbuben, Pikbuben, Abzug eine blanke Karo rausfällt. Deswegen direkt die Karolusche. Ja, und da sehen wir es aber. Hat nichts gebracht. Karo steht plötzlich, ja, unerwartet bei keiner Reizung, aber so ist es nun mal manchmal. Direkt 4 zu 0, also Spieler 3, alle Karos. Damit kann ich mir dann die Schneideroption natürlich doch wieder abschminken, denn logischerweise wird Karo König jetzt auch noch einen Stich machen mit der Dame und Spieler 1 braucht dann nur noch 4 Augen, die wird er natürlich haben. So, jetzt kommt hier nochmal eine Nebenchance für mich. Herz Dame, ich bleibe in
Hinterhand kann jetzt also doch die Karo Dame abwerfen auf 26. Jetzt ist aber natürlich der Pik Bube noch unterwegs. Ja, und da kommt er auch, sticht mir doch das Karo Ass raus. Gut, ich sag mal so, hätte ich den Pik Buben vorher abgeholt, wäre dieser schlappe Herzstich sicher nicht auf den Tisch gekommen. Das haben die Jungs jetzt mit Absicht so gemacht, um mich hier ein bisschen zu wurmen, aber das gelingt nicht. Das durchschaue ich doch leicht. Also wenn man jedes zweite Spiel nur macht, dann aber so gute Spiele hat, auch sich mal glücklich gewinnt, dann ist das doch völlig in Ordnung. Da kann ich auch gut damit leben, dass es eben nur jedes zweite Spiel ist. Da war jetzt eben ein kleiner Ruckler drin. Spieler 3 war ein paar Sekunden offline, das habe ich rausgenommen. Er spielt Karo. Das macht natürlich große Hoffnung, wo ich nicht einen Trumpf habe, wo ich zwei lange Farben habe mit Ass. Im Aufschlag öffne ich erstmal Kreuz, um meinem Partner im Zweifel hinten ein volles Frei zu spielen, um erstmal die Karte zu durchleuchten. Da kann ich auf keinen Fall was mit verkehrt machen. Und jetzt kommen natürlich die Trümpfe alle dagegen, kann ich anfangen, meine vollen durchzuladen. So, Kreuz kam nicht hinterher. Da, Trumpf Ass war noch geschont. Also das sitzt übel für den Alleinspieler, Kreuz zu dritt und alle Trümpfe in einer Hand. Naja, und es sind 5 Trümpfe, also war kein schlechtes Spiel, würde ich sagen. 6 Trümpfer mit Kreuz Ass 10 Lusche und ich glaube hier noch die Herz 10 im Keller. Trotzdem keine Chance gegen diese Verteilung. Ja, jedes zweite wollte ich machen, das sieht doch gut aus, dann wäre ich jetzt ja auch wieder dran. Komme allerdings wieder nicht für 18 ran. Gut, ich muss und werde das Ding auf 27 durchreizen. Und das ist doch eine gute Findung. Zwei Luschen zwar, aber die Karo Lusche drin, der sechste Trumpf, der ist in so einem Fall natürlich immer Gold wert. Nicht nur, dass ich meine Fehlkarte drücken kann, sondern auch die Trümpfe ganz anders in der Kontrolle habe. Auch gegen 4 Trümpfe habe ich hier gute Möglichkeiten. Sah aber aus, als ob es artig steht. Ja, Trumpf steht 3 zu 2, also da passiert jetzt überhaupt nichts. Pik sitzt ein bisschen unrund. Das stört mich aber nicht. Ich habe genug Augen. Ich brauche mir auch jetzt nicht hier noch die Herz 10 hochspielen mit dem Herzunterzug und dann riskieren, dass das Herz Ass wieder abhanden kommt. Ich kann einfach einmal Trumpf rausspielen, dann noch ein volles Stechen. Gewinn mit 71, das ist doch alles in Ordnung. Spieler 3, der muss jetzt was tun und er antwortet mit einem Gang. Pik hat er nicht, 3 Buben hat er. Und er hat sowohl in Herz eine Schwäche als auch in Karo Kreuz auch einmal noch mit. Da hat er hier natürlich Glück, dass die Kreuz 10 bei mir ist und hinten nur der König. Also, ja, Karo Ass zu dritt, Herz Ass zu dritt. Ich sag mal so, ich habe schon stärkere Ganks gesehen. Gut, wenn die Pik 10 im Keller ist, keine Frage. War sie aber nicht. Gewinnt gerade mit 66 Augen, also schon glücklich, wie die Kreuzvollen stehen. Sonst hätte ich da noch einen Zwischenzug Kreuz König machen können, dann wäre das Spiel möglicherweise knapp geworden. Gut, sei es drum, Spiel wurde gewonnen und ja, so sieht's doch gut aus. Jedes zweite wollte ich machen und im Moment hält die Karte, was ich mir vorstelle, habe wieder einen sehr guten Ansatz hier, muss nur rankommen, komm ran, wunderbar, kein Bube drin, sonst wäre es möglicherweise, hätte ich kein Spiel müssen. So ist es mir natürlich noch ein bisschen lieber. Ja, da funktioniert auch der günstige Abwurf auf 11 Augen, meine blanke Lusche. Damit ist die Gefahr raus. Jungs sind auch noch verteilt, also Trumpf steht allglatt. Damit ist es völlig problemlos gewonnen, dieses 7-Trumpf-Monster mit Seitenass.
Also halten wir fest, Spiel 7, wieder mal Auftakt nach Maß, 4 zu 0, einmal schon 40 von der Seite, 3,89. Ja, muss nur noch so weiterlaufen. So einfach ist Skat. Schöne an so einem Blatt, es sieht ja richtig finster aus, gar nichts drin. Das Schöne an so einem Blatt, da kannst du eigentlich auch nichts falsch machen. Beim Reizen geht es schon mal los, keine Entscheidung zu treffen und im Gegenspiel, ja, wahrscheinlich auch nicht allzu viel Knochen dran. So, Kreuz sieht so ein bisschen so aus, wo der Alleinspieler schnibbelt, als ob mein Partner blank aufgemacht hat. Da könnte ich ja theoretisch jetzt ist auf die Spitze treiben, mit der Dame auch gegen Ass-König noch schnibbeln, aber ich habe ja selber drei Trumpf, mein Partner möchte stechen, also nehme ich gleich raus, und wenn es jetzt eine gute Übergabe noch zu mir gibt, wenn ich jetzt mit Trumpf noch mal rankomme, oder jetzt, falls mein Partner den Kreuz-Buben hat, ich danach Karo überstechen kann, dann hätten wir das Kreuz-Ass vielleicht auch noch rausstechen können. Das hat aber nicht hingehauen. Spieler 1 hat die beiden Alten und das lässt er sich natürlich nicht bieten. Da muss er von oben hinlangen und dann hat er damit auch seine erste Hausnummer stehen. Jetzt ist hier mein Lauf wohl gerissen. Jedes zweite Spiel, das klappt nur bedingt. Das wäre doch sonst ja eigentlich meins gewesen, aber ich kann es beim besten Willen nicht erkennen. Dann hoffe ich nur, dass die Pause nicht allzu lange währt. Tja, hier schon wieder die erste Entscheidung zu treffen, welche Farbe nachspielen. Auf dem langen Weg hier die kurze Farbe, ist mir aber nicht so lieb. Mit Kreuz Ass habe ich selber ja auch ein bisschen Möglichkeiten zu schnippeln. Da kannst du sehr schnell dem Spieler auch dann mal die 10 zu dritt hochspielen. Gerade wo die 18er Reizung von meinem Partner kommt, denke ich, dass Karo keine schlechte Option ist. Da treffe ich zumindest schon mal seinen vollen. Das ist soweit ja auch in Ordnung. Der Mann hat ja mutmaßlich mehr Trümpfe als ich. Dann sollte er seinen vollen auch mal auf den Tisch legen. Ja, gestochen. Dann sieht es vielleicht schon ganz gut aus für Spieler 1. Und hier kommt Kreuz König. Eine, ja, doch unangenehme Karte. Tauchen oder nicht? Das ist hier die Frage. Steht er in der 10 zu dritt? Steht er in der 10 zu zweit? Oder blufft er hier? Hat die 10 sogar im Keller? Dann wäre natürlich rausnehmen richtig. Ich denke, ich hab jetzt hier rausgenommen, wie ihr sehen könnt. Ich denke im Nachhinein, das war nicht so eine gute Entscheidung, wenn der Alleinspieler nur den blanken Kreuz König hat. Gut, dann hätte er uns im Zweifel eben Schneider gespielt, aber mein Partner hat schließlich auch noch was gereizt und Pik Ass 10, Lusche oder so müsste dann sowieso noch, also Pik Drilling, Vierling müsste dann noch beim Alleinspieler stehen. Dagegen könnten wir dann wahrscheinlich sowieso nicht gewinnen. Ja, also. Damit bin ich im Nachhinein schon nicht zufrieden und hier im Spielverlauf zeigt sich auch, warum ich nicht zufrieden war. Es sitzt die Kreuz 10 beim Alleinspieler, der hat vielleicht gar nicht so ein gutes Spiel, der hat vielleicht hier ein echtes Problemspiel gehabt. Was ich ihm jetzt doch ein bisschen zu leicht gelöst habe, gut Karo zu treffen, da lässt sich, denke ich, erstmal keinen Vorwurf machen. War schon eine gute Idee, nicht Kreuz auszuspielen, da hätte ich ihm die 10 auch freigespielt. So, und auch jetzt hier noch eine dumme Fortsetzung. Karo König war einfach zu viel. Das Bild war zu viel. Karo 7 hätte gelangt. Da muss ich meinem Partner schon noch zutrauen, dass er aufgrund der Reizung jetzt noch die Bubenstärke hat. Und der Spieler gewinnt hier hauchdünn mit 64. Also den habe ich ihm jetzt in den Rachen geworfen, kann man nicht anders sagen. Der Auftaktstich 25 in Karo hat mich irgendwie demotiviert. Dann habe ich, ja, Alibi-Skatmäßig nur noch Schneider Freizüge gesucht, Kreuz Ass rausgenommen und danach das Spiel unmotiviert zu Ende abgewickelt, obwohl selbst dann nach Kreuz
König-Herausnahme noch ein Sieg möglich gewesen wäre. Tja, die Analyse hinterher deckt es gnadenlos auf, und da musst du dann auch ehrlich zu dir selber sein, wenn du Scheiße spielst. Dann musst du es erzählen. Nur so kannst du aus diesen Fehlern lernen, an diesen Fehlern wachsen. Das Spiel sieht jetzt eher uninteressant aus. Trumpf stark mit 2, Trumpf fällt auch noch verteilt. Auch Herz fällt verteilt. Ja, dann kann man wohl schon abschenken, so sieht's aus. Das Doofe an solchen Unkonzentriertheiten ist, dass sie dich ja manchmal auch dann beschäftigen. Ich habe das ja gesehen, und irgendwie diesen Konzentrationsfaden, der da gerissen ist, den wieder zu flicken, das ist dann die Kunst, sowas abzuhaken, nicht dir in der Serie Gedanken zu machen, sondern erst hinterher. Und irgendwie ist mir das hier nicht so richtig gut gelungen. Also hier die ersten beiden Stiche, sicher klar, ich habe 4 Trumpf dagegen, in Hinterhand nehme ich erstmal das Ass raus, dann kommt die Lusche hinterher. So, aufwärts Buben möchte ich weder rausnehmen, und das Bild möchte ich auch noch nicht legen. Ich weiß ja gar nicht, ob mein Partner rüber kann. Habe immer noch Fantasie, dass ich mit der Dame später im Spielverlauf noch was machen kann. So, nun kommt mein Partner rüber, kann Karo nochmal hinterherbringen. Das ist natürlich erstmal schon günstig. Haben wir den Alleinspieler in der Zange, und der sticht hier mit der Trumpf 10. Gut, das ist so ein typisches Honigtöpfchen. Er steht sicher danach noch auf Karo Buben und Trumpf König. Also wenn ich jetzt übersteche, dann habe ich hier zwar die 12 Augen, mache danach aber keinen Trumpfstich mehr. Also das ist nicht unbedingt eine gute Idee. Lieber jetzt hier einmal abschmeißen und jetzt mal gucken, ob ich da in der Trumpf-Gabelstellung reinkomme. Spieler 1 überlegt auch lange, Karo Bube, gut, den tauche ich jetzt. Ja, es ist der 6-Trumpfer, Alleinspieler hat aber schon zweimal gestochen, steht also jetzt noch auf Trumpf Lusche König. Dann ist es natürlich klassisch, dass er jetzt nicht mehr Trumpf spielt, sondern über auf seine Beikarte wechselt. Herz Ass zu dritt. Und ja, hier, wir sehen es, da kommt ganz schnell von mir, ohne groß nachzudenken, die Herz Lusche. Ja, was sagt ihr denn zu dieser Herz Lusche? Ich glaube mal, 99% der Skatspieler spielen hier diese Herz Lusche. Aber an guten Tagen sollte ich nicht die Herz Lusche legen, da sollte ich die Herz 10 legen, denn damit ich kann dieses Spiel nur noch schlagen, wenn mein Partner den Herz König hat und dann rankommt, um Karo nachzubringen. Denn dann habe ich wirklich Rest mit Kreuz Bube, Kreuz Dame gegen Trumpf Lusche König. Und der Alleinspieler hat dann noch den 7. Herz. Ich habe noch das Pik Ass. Also dann machen wir danach Rest. Und das wäre wirklich so eine richtig geile Situation gewesen. Da sehen wir, hier ist der Herz König. Jetzt habe ich zwar hier die 10 Augen mehr, aber wie habe ich sie mir erkauft? Teuer habe ich sie mir erkauft, denn ich kriege jetzt das Pik Ass nicht am Alleinspieler vorbei. Klar, jetzt kann ich hier nochmal den Kreuz Buben ziehen, aber das ist auch schon so ein Verzweiflungszug. Und wir sehen auch, Karo 10 wäre noch bei meinem Partner gewesen. Also das Spiel war zu schlagen mit einem ungewöhnlichen und mit einem dann sehr präzisen Vortrag. Da musste man drauf kommen, aber das erwarte ich eigentlich von mir, dass ich im Spiel auch solche Situationen löse, immer auf der Suche nach dem besten Zug. Das ist ja die Weisheit, die ich euch verkaufe. Da muss ich mich dann noch selber dran messen. Also hier habe ich jetzt schon das zweite Spiel an Spieler 1 hergeschenkt. Bah, das schüttelt's mich. Da hat's mich auch in der Serie geschüttelt, wobei ich zugeben muss, dass ich diesen Weg, ja, so verpeilt, wie ich da wohl war an dem Tag, in der Situation nicht mal gesehen habe. So, nun wird Herz gespielt. Stechfarbe gefunden. Mein Partner bietet seine vollen an. Es ist wieder ein sehr bubenstarkes Spiel. Zumindest muss der Alleinspieler natürlich Kreuz und Karo an der Beikarte haben. Da muss ich mit meinen Assen jetzt mal ein bisschen schauen. Und mein Partner hat auch noch den Kreuz Buben, dass er den ersten laufen lässt. Deutet so auf 4 Trumpf hin. Gut, ich will natürlich keins von meinen Assen wimmeln. Ich habe da auch
Sonst wenig Anzeigemöglichkeiten. Pik König ist jetzt hier die naheliegende Karte. Jetzt muss die Verantwortung von meinem Mitspieler ausgehen. Der greift aber noch mal in Pik, und das ist natürlich nicht unbedingt gut. Mein Bild will ich jetzt nicht verbrennen. Ein günstiger Abwurf ist sowieso möglich. Vielleicht steht der Alleinspieler aber auch auf zwei Zwillingen, zweimal der bestellten 10. Naja, zumindest wirft er hier erstmal Karo ab. Ah, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, da hat mein Partner auch so ein bisschen laschen Zug gefunden. Gut, jetzt wirft er Kreuz ab, dann sieht das wohl nach einem Kreuz-Drilling beim Alleinspieler aus. Diesmal tauche ich auch sicher korrekt. Denn ja, Kreuz 10 und Karo Ass, die können wir wahrscheinlich nicht mehr kriegen. Jedenfalls, wenn dann nur, wenn mein Partner noch den höchsten Trumpf im Spiel hat. Gut, und wenn er die Karo 10 hat, dann kann er sie jetzt versenken. Ne, hat er aber nicht. Er hat nur den Karo König, also Karo 10 ist im Keller. Ja, dann kommt er jetzt natürlich auch noch mit der Dame ran, und er hat offenbar nicht den höchsten Trumpf. Na gut, vielleicht hat er den Karo Buben noch, will einmal von unten ziehen. Nee, naja, jetzt verlieren wir noch beide Vollen. Das wäre natürlich nicht nötig gewesen, aber ob wir nun am Ende 80 haben oder 70, da kräht natürlich auch kein Hahn danach. So, Spiel 13. Jetzt mal wieder durchpusten. Es kommt Passe, Passe. Ich habe einen Ansatz, nicht richtig gut, aber ich glaube, das Spiel muss ich jetzt nehmen für Passe, Passe. Und da liegt auch gut drin, Kreuz Bube im Stock und noch ein weiterer Kreuz, also ein schöner, solider Fünftrumpfer. Das ist doch genau so ein Spiel, was du dann auch mal brauchst, gerade wenn du mit dir selber nicht so ganz im Reinen bist. Läuft auch gut, Herz Ass wird angeboten, sieht also ungefährlich aus, kann ich noch mal Trumpf runter rausspielen. Aha, Pik Bube, dann wohl vier Trumpf bei Spieler 1, aber jetzt habe ich natürlich die beiden höchsten Trümpfe. Kann auch Herz hier noch einmal abtragen. Das Herz 10 ist ja im Keller, also es fehlt nur noch eine Herz-Lusche. Wenn die jetzt bei Spieler 3 ist, habe ich Rest. Nein, ist sie nicht. Sie ist bei Spieler 1. Gut, dann gibt es eben noch einen weiteren Stich. Da bin ich ja auch gerne bereit, etwas zu geben, um dann jetzt aber auch den Rest zu nehmen. Spiel 14. Mein Zwischenstand ist ja noch ohne Zinken, also noch kein Beatspiel, ganz gute Punkte. Bin also weiterhin auf Kurs, auch wenn ich nicht ganz mit meiner Leistung zufrieden bin. Der Gang ist natürlich offensichtlich ohne 2. Mein Partner wird noch den alten haben, aber er weiß natürlich auch nicht, wo er reinfassen soll, wird wohl kein Ass haben. Trifft mit Kreuz, natürlich eine Farbe, die ich gar nicht habe. Kann man darüber streiten, ob ich jetzt hier Herz Dame vielleicht hätte fallen lassen sollen, aber dann nimmt der Alleinspieler im Zweifel das Bild auch raus. So, Herz Bilder waren gegen Ass und 10 auch nicht zu verteidigen. Gut, jetzt könnten wir höchstens noch so einen Lucky Punch setzen, wenn jetzt Pik Ass plötzlich auf Abstich ist, der letzte Volle. Nein, ist aber nicht der Fall. Oh, das sieht ja übel aus. Jetzt werden wir ja sogar Schneider gespielt, weil der Alleinspieler noch mit Kreuz 10 Lusche gegen Dame König steht, also noch so eine Gabel-Endspielstellung hat. Schöner Grand. Ansatz in Mittelhand, aber 20er Gegenreizung, die noch zu halten, das ist wenig vielversprechend. Wahrscheinlich wäre ich sowieso nicht rangekommen, und wenn, dann hätte ich nicht unbedingt auf eine günstige Findung und eine günstige Verteilung hoffen dürfen. Dann lieber schauen, ob wir diesem Herz jetzt angreifen können. Vier Trumpf habe ich dagegen.
Karo Ass raus, Pik Ass raus. Mein Partner auch noch den Kreuz Buben, also es ist nur der 5-Trümpfer. Ich habe jetzt noch zwei Trumpfstiche im Blatt und da kommt Karo 10. Gut, also wenn der Alleinspieler die bedienen muss, dann hat er ein Problem. Aber er hat wohl Karo gedrückt und damit sammelt er meinen Kreuz König ein. Und jetzt kann ich es mir natürlich nicht mehr erlauben, hier abzuschmeißen. Ich muss stechen. Und ja, hoffen jetzt, dass mein Partner wenigstens den Kreuz 10 Stich macht. Da gehe ich auch von aus. Dann könnte ich ihn jetzt hier mit Pik rüberspielen. Aber es muss natürlich von ihm dann der König fallen. Und das kann Spieler 3 aufgrund der gefallenen Pik-Dame natürlich auch erahnen. Ja, ganz leicht ist es für ihn nicht. Das seht ihr, er ist am Überlegen, wie behandelt er die Pik-Lusche. Denn er wird jetzt noch auf zwei Trümpfen stehen natürlich und zwei Kreuzen. Beide Kreuzstiche, denke ich mal, bei meinem Partner. Das heißt, er macht jetzt nur noch einen Stich. Und er nimmt diesen Stich, er nimmt die sieben Augen. Doch, jetzt habe ich natürlich kein Bild mehr und er gewinnt mit 63. Deswegen hat er so lange überlegt, ob er da das Pik-Bild bekommt. Ja, er bekommt es, aber das war an dem Stich im Pik Ass schon zu erkennen. Wenn jetzt hinten die Pik Lusche fällt, dann hat er tatsächlich das Spiel verloren, aber es kam der König. Also ein guter Zwischenspurt von Spieler 3, der inzwischen auch über 500 Punkte hat. Passe, passe, guckt euch an. Die beiden Alten in Vorhand und werde angepasst, aber ich kann hier beim besten Willen kein Spiel erkennen. Selbst wenn noch ein Ass drin liegt, das ist einfach ein zu heißes Eisen gewesen. Und Spieler 3 setzt fort mit dem nächsten Gang. Ah, das scheint ja ein. Uiuiui. Zwei Buben, Karo Flotte und tatsächlich Kreuz Ass, Zenusch, Pik Ass, Rang, Schneider, Schwarz. Ein schönes Fund. Zwei, drei schöne Spiele hintereinander. Und nun bin ich doch wohl auch mal wieder dran. Spiel 18. Ja, es gibt so Schlüsselspiele in Turnieren und die eben einmal so oder so rum ausgehen können. Und dieses hier, ich denke mal, es gehört für mich in diesem Turnier dazu. Erstaunlicherweise mit diesem Keulenblatt, wo ich mich selbstverständlich schon entschieden habe, das Ding durchzuziehen. Da gucke ich mir natürlich kein Null-Ouvert mit an, mit den beiden Alten und zwei Assen, vier Vollen insgesamt. Das Ding würde ich durchziehen, aber ich komme hier für 36 ran. Hinterhand reizt, tja, was reizt der Kreuz wohl? Oder sogar Karo? Nein, Karo glaube ich ihm nicht. Gegen diese 36er-Reizung jetzt reinzuschauen und den Rang loszumachen, das ist dann natürlich auch wieder so eine Sache. Das ist kein geringes Risiko. Der Karo-Hand erscheint hier einfach so die 5 bis 10% stärker. Der sieht relativ solide aus, auch gegen die 36er-Reizung, wo ich also jetzt für 36 rangekommen bin, habe ich mich entschieden, diesen Karo Hand zu spielen. So ganz schlau bin ich aus dieser Reizung natürlich noch nicht. Wie könnte die Verteilung sein? Es kommt Herz raus, ein Herz Bild. Ich denke, da muss ich stechen. So, dann mal ziehen, erstmal einmal von oben. Ihr seht es, ich ziehe hier schon so ein bisschen die Lusche vor. Ich spiele diese Karten typischerweise so, einmal von oben, einmal von unten, damit versucht sich gegen 4 Trumpf besser zu verteidigen, Kontrolle zu behalten, trotzdem auch Überstichsituationen durch den 2-Trümpfer vermeiden. Ja, in dem Fall werden wir sehen, wäre es wohl besser gewesen, wirklich treu doof von oben zu spielen. Denn jetzt passiert natürlich auch ein bisschen ein Stück weit vorhersehbar, auch von mir vorhergesehen, aber nicht als so gefährlich eingestuft, dass ich jetzt wieder in Mittelhand komme. So, was ist? Legt den Buben rauf mit dem Herzbuben. Jetzt wieder Herzlusche. Herzlusche ist mir dann doch zu wenig, um hier gegebenenfalls ins Leere zu stechen. Da lasse ich dann mal die Kreuzdame fallen.
Gut, auch das natürlich möglich, dass jetzt hinten rausgenommen wird und der Spieler so lang Kreuz hat, dass vorne Kreuz stechen kann. Also auch das vielleicht ein Argument, weswegen ich hier wirklich von oben hätte ziehen sollen. Ja, es ist so ein bisschen vorweggegriffen. Das Spiel läuft jetzt gleich nicht glücklich für mich zu Ende. Es überlegt Spieler 3 lange, dann bietet er hier die Herz 10 an. Das sieht doch gut aus. Ich stech. Ich ziehe Trumpf. Zwei Trümpfe fehlen noch. Spieler 3 hat keinen mehr, also Karo Bube. Nee, Karo Bube fehlt nicht. Trumpf König fehlt noch. Der könnte bei Spieler 1 sein. Wenn er am Stock liegt, bin ich natürlich sofort Sieger. Und Pik-Abwurf von Spieler 3. So. Pik hat er nur einen gehabt, also die fehlenden beiden Piken müssten bei Spieler 1 sein. Deswegen spiele ich jetzt das Kreuz Ass. Falls der Trumpf noch da ist, dann kann er natürlich Kreuz wohl stechen. Tatsächlich, er sticht Kreuz 10. Jetzt darf natürlich kein Pik liegen. Jetzt sollte wenigstens der eine Herz liegen. Dann habe ich die Gabel gegen Pik Lusche König. Aber nein, es liegt doch tatsächlich die Pik Lusche drin. Oder der Pik König ist auch, aber die Pik Lusche drin. Und ich verliere das Spiel hier. Mit 57, so ein Monsterspiel gegen eine irgendwie üble Verteilung. Habt ihr das gesehen? Vorhand, der gar nicht gereizt hat, hat die 4 Trumpf und er hat den Herz König zu viert. Dazu kein Stück Kreuz. Im Skat 2 Luschen, Pik Lusche und Kreuz Lusche. Tja, wenn ich Trumpf zweimal von oben hin lang, bekomme ich erstens mal den Trumpf vollen. Trumpf darf ich dann aber auch nicht weiterspielen. Muss dann schon tatsächlich über Pik Ass und 10 laufen. Hätte dann den König bekommen. Auch das hätte mich nicht davor geschützt, dass mir das Kreuz Ass mit 10 abgestochen wird und ich wohl auch die beiden Herzvollen verliere, weil ich dann natürlich einmal Trumpf abgezogen werde und danach noch die Kreuz Dame in der Hand habe. Aber der Herz König, wenigstens das wäre das Bild gewesen, was mindestens noch zu mir gekommen wäre. Also im Nachhinein, da gab es eine Siegmöglichkeit. Ja, das sind dann so genau diese Spiele, die du dir hinterher in der Analyse vom Turnier reinziehst, wo du einfach merkst, du hast nicht optimal getroffen, ob nun erkennbar oder nicht. Das ist das Schöne an so einem Spiel mit verdeckten Informationen. Du triffst einfach nicht immer richtig, aber vielleicht war diese Entscheidung auch schon wieder nicht perfekt. So, nun kriege ich hier wenigstens ein Anschlussspiel. Rang mit rein. Sofern Karo nicht zu dritt steht, hat er gar kein Problem, aber auch gegen Karo 10 zu dritt ist das Spiel erstmal zumindest noch nicht sofort verloren. Da fliegt schon die Karo Lusche, das Thema ist also geklärt. Es gibt höchstens 3 Stiche, dann kann ich auch erstmal Herz spielen. Gut, Herz sitzt zu viert, damit kommen sie dann doch aus dem Schneider, auch wenn die Karo 10 blank war. Auch den muss ich wohl reizen. Zwei Asse, zwei Buben, Kreuz 10, zumindest nicht für einen 0. Aber auch 24 wird gehalten und dann ist es allerhöchste Zeit, sich aus diesem halbseidenen Ansatz zurückzuziehen. Herz, natürlich Herz, was auch sonst. Spieler 1 spielt bisher nicht viel, hat nicht viel Material, aber durchaus ja, solide Spiele, sollte ich auch nicht sagen. In dem Fall dann schon. Auch hier auf Pik zurück fliegt die Kreuzdusche, also er hat alles andere als zugeschweißte Spiele, aber bisher hat er sie noch alle gewonnen. Ja, und daraus, aus solchen Serien, wo du einfach irgendwo gefühlt ein bisschen mehr aus der Karte rausholst, als dir vielleicht zugestanden hätte, aus solchen Serien, da sind dann Turnier-Sieger gemacht.
Blanke Pik Lusche, Blanke Kreuz Lusche, Karo König 10 in der Beikarte. Trumpf steht dann aber nach dem Überstich glatt, die Lusche günstig losgeworden, klar ein Vollen noch gedrückt. Spiel gewonnen. Ah, na Halleluja, da sind sie ja. Endlich mal wieder Karten, mit denen hoffentlich auch ich hier nichts verkehrt machen kann, nichts anbrennen lassen muss. Vier Jungs, zwei Asse, Findung nicht gut, 14 Augen zu drücken. Klar, man kann dieses Spiel als Grang spielen, aber der Grang ist schon ein Risiko. Er lässt sich nicht auf unverlierbar drücken. Wenn da Kreuz zu dritt oder viert steht, dann sind es vier Stiche mit zwei Bildern in der Abgabe. Keine Kontrolle über die verbleibenden Vollen, dann kann auch die Pik 10 mal hinter dir sitzen. Also das Risiko ist mir einfach zu hoch. Es steht nicht im richtigen Verhältnis, denn der Kreuz mit Vieren ist so gut wie immer Schneider mit Schwarzoption, der Grang ist so gut wie nie Schneider, also mit anderen Worten, für einen Unterschied von 36 Punkten oder von 48 Punkten hier ein Risiko einzugehen, über 400 Punkte in einem Spiel zu verlieren, das tue ich nicht, schon gar nicht in so einem Turnier. Da sehen wir auch, Kreuz steht zu dritt, also der Grang hätte natürlich trotzdem gewonnen werden können, aber dann darfst du solchen Entscheidungen hinterher auch nicht nachtrauern, das ist einfach eine solide und korrekte Ansage, gerade auch wenn du im Turnier so gut stehst wie ich bisher, und da gelingt auch der Schneider Schwarz, also zwei schöne, teure Anschlussspiele, sodass die Liste für mich zumindest, sage ich mal, nach dem sehr guten Start und dem zwischenzeitlichen Einbruch dann mit einem blauen Auge zu Ende gehen wird. Drei Spiele haben wir noch. Und Spieler 3 tauft ein Herz. Immerhin, den siebten Karo kann ich bringen, Karo gut getroffen. Ja, aber da kommt der Überstich, also Trumpfstärke auch beim Spieler. Das Spiel ist wohl wieder eine Fingerspitze zu stark für uns, beziehungsweise da, Kreuz Ass hat er nicht mehr, aber dann ist der Trumpfstand zu gleichmäßig. Trumpf 3, 2, oder 2-2, ja, ich bin hier am Überlegen, es ist an sich Banane. Wir müssten jetzt schon noch einen sehr teuren Stich machen, und die Kreuzdame, ich kann sie nun mal nicht verstecken. Wird auch das Spiel knapp gewonnen. Spiel 23, sollte das hier nochmal mein Spiel sein, ein schönes Kreuzspiel. Das möchte ich natürlich machen, aber Spieler 3 möchte auch. Ja, was möchte der denn spielen? Auf jeden Fall denke ich doch mal nicht, dass er Null Ouvert spielen möchte. Dafür habe ich selber zwei Siebener im Blatt. Das spricht dagegen. Ja, was möchte er spielen? Entweder er hat die komplette Gegenkarte, also Kreuz und Pik stark und zwei Buben, reizt selber den Grang, oder er möchte vielleicht den Pik ohne 3. Ja. Das sind an sich so die Optionen, die ich da sehe. Die Frage ist, was nützt es mir? Wenn ich hier für 36 nicht rankomme, oder auch für 35, lohnt es sich hier weiter zu reizen? Lohnt es sich, ins Risiko zu gehen, wirklich darauf zu spekulieren, dass er den Pik ohne 3 hat? Ja, selbst wenn die Buben verteilt kommen, habe ich eben hier 5 Abgabestiche bei meinem Grang. Einfach ein Voller zu wenig. Ein Voller, wenn ich Kreuz 10 statt der Dame noch hätte, oder Pik 10 zum Drücken, ich glaube, dann hätte ich das Ding durchgezogen, aber so ist es wieder mal so, diese Nuance zu schwach. Bitter für mich, denn jetzt kommt der Pik ohne 3, und ich habe natürlich reingeguckt hinterher, was hat Spieler 3 hier gereizt. Er hat natürlich ein solides Spiel gereizt, 6 Trumpf mit beiden Trumpfvollen und auch das Kreuz Ass in der Beikarte. Aber er findet tatsächlich die Karo 10, für mich wäre es der Grang gewesen, für ihn war es auch nicht unwichtig, dass er diesen Vollen noch findet. Zusätzlich hat er hier Glück, dass Herz 10 dann bei mir steht und nicht der 21er Stoß fällt.
Und er gewinnt das Spiel eben hier nur, weil jetzt die Karo 10 im Keller ist. Wenn die hier noch bei meinem Partner gewesen wäre, dann hätte es eingeschlagen, dann wären es 60 oder 62 gewesen. So gewinnt er hier mit 64. Das ist also so eine weitere Schlüsselszene, wenn ich mich da dann doch entscheide, quasi auf weniger auf die Vernunft und doch mehr auf den Bauch höre, der ja immer spielen will, das Ding einfach durchzieht, dann hätte ich Karo 10 gefunden und die Jungs wären verteilt gekommen, ein schöner Gang. Doch, da steckst du nicht drin und daraus werden letztendlich auch keine Turniersieger gemacht, wenn du die Karte immer überziehst. Im Nachhinein ist es natürlich leicht, die Rosinen rauszupicken, wo du hättest profitieren können. Spieler 1 wird auch froh sein nach so einer Liste, dass er hier das letzte Spiel noch bekommt, dass er hier noch einen Grang bekommt, denn bisher hat er wirklich wenig Spiele gemacht. Der Grang läuft leicht nach Hause. Und da haben wir das amtliche Endergebnis. Spieler 1, 505 zu 0. Ich mit 71621 sah erst nach mehr aus. Spieler 3, 886, 9 zu 1. Dem konnten wir, denke ich, auch nur dieses eine Spiel umbiegen, wo alles dagegen stand. Ich muss selbstkritisch sagen, zwei Spiele habe ich Spieler 1 hergeschenkt. Mein eigenes Spiel in Spiel 18 unglücklich mindestens vorgetragen. Also nicht so richtig klasse. Das kannst du dir an so einem Tisch nicht erlauben, wo du starke Gegner hast. Das hat sich hinterher gezeigt. Ich habe hier gespielt gegen First King und gegen Dive. Beide sind am Ende auf dem Treppchen gelandet, Platz 2 und 3. Und ja, zumindest First King, von dem ich es ja nicht wusste, dass er es ist, der kann sich da bei mir bedanken, wenn wir hier die nachträgliche Analyse uns anschauen, habe ich ihm hier schon ein bisschen Schützenhilfe geleistet.